Wenn man sich ein neues iPhone kauft, dann stellt man sich natürlich immer auch die Frage, wie viel Speicher man benötigt. Und gerade beim iPhone ist mehr Speicher ziemlich teuer. Daher wählen die meisten die kleineren Speicheroptionen. Und mit den Jahren wird das iPhone dann immer und immer voller. Und daher möchte ich euch in diesem Video ein paar Tricks und Einstellungen zeigen, wie ihr wieder mehr Speicher auf eurem Gerät bekommt. Sollten dich Videos wie dieses zu iPhone-Tipps und Tricks interessieren, dann lass doch jetzt gerne kostenlos ein Abo da. Dann verpasst du auf jeden Fall in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr. Und wir schauen uns jetzt direkt nach dem Intro einmal 8 Tipps, Tricks und Einstellungen an, wie ihr euren iPhone-Speicher ein bisschen aufräumen könnt. Und dabei wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß. Bevor wir jetzt aber mit den Tipps, Tricks und Einstellungen starten, gehen wir noch einmal in die Einstellungen, denn ich möchte euch zeigen, wo ihr sehen könnt, wie viel Speicher ihr denn aktuell verbraucht bzw. belegt habt. Dazu geht ihr unter Allgemein und dann unter iPhone-Speicher und hier seht ihr dann, dass in meinem Fall knapp über 80 GB belegt sind von 256 und eben auch, wofür ich wie viel verbrauche, also ziemlich viel für Apps, für Fotos und dann noch ein bisschen für System und iCloud und ein wenig für Sonstiges. Und hier bekommt ihr eben einen sehr guten Überblick, wie belegt euer Gerät denn aktuell ist. Beginnen wir jetzt aber mit Tipp Nummer 1 und dazu gehen wir erneut in die Einstellung und dann unter Allgemein und hier unter Software Update, denn ihr solltet immer dafür sorgen, dass ihr das aktuellste iOS installiert habt, einfach darum, weil Apple natürlich mit neuen Updates auch dafür sorgt, dass das System komprimiert wird, dass es einfach leichter wird, weil es dann natürlich auch flüssiger läuft und entsprechend wird es dann eben auch kleiner. Das heißt, ihr solltet immer dafür sorgen, dass gerade so kleine Updates, iOS 14.1, iOS 14.1.1 und so weiter, also diese Zwischenupdates, die immer zwischen den größeren iOS-Versionen kommen, dass ihr die immer installiert, damit euer Speicher wieder so ein bisschen aufgeräumt und komprimiert wird. Was ihr als nächstes machen könnt und was wirklich einige Gigabyte freischaufeln kann, ist in den Einstellungen erneut unter Allgemein und dann erneut unter iPhone-Speicher verschiedene Apps auszuwählen mit sehr viel Dokumente und Daten, also mit sehr viel Cache und diese einmal zu löschen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einmal Netflix öffnen, dann sehen wir, dass die App selber nur 66 Megabyte groß ist, also ziemlich klein, aber hier die Dokumente und Daten eben 540 Megabyte sind, also ein halber Gigabyte, der hier sozusagen mit Schlummer. Und im Endeffekt habt ihr jetzt zwei Optionen. Ihr könnt die App auslagern, dann werden die Dokumente und Daten gespeichert und nur die App gelöscht, also die 66 Megabyte, die ihr frei bekommt. Oder ihr löscht die App, daraufhin werden eben die 540 Megabyte gelöscht und auch die 66 Megabyte. Und daraufhin könnt ihr die App wieder neu installieren und dann habt ihr nur die 66 Megabyte, die wieder installiert wurden und die Dokumente und Daten sind weg. Das kann man dann für alle möglichen Apps machen, wie zum Beispiel auch hier. Für Twitter kann man das machen, das sind hier 350 Megabyte, die ihr frei bekommen würdet, einfach nur, wenn ihr die App einmal löscht und daraufhin wieder installiert. Oder zum Beispiel auch mit YouTube kann man das machen, das wären 200 Megabyte, mit Facebook wären das 140 Megabyte und so weiter. Also hier könnt ihr im Endeffekt alle Apps einmal durchgehen, Instagram 200 Megabyte und so weiter. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auf jeden Fall einige Gigabyte wieder frei bekommen, indem ihr eben einfach die App einmal löscht und daraufhin neu installiert. Die nächste Methode kann euch mit Sicherheit einige 100 Megabyte, vielleicht sogar einen ganzen Gigabyte freischaufeln und dazu gehen wir erneut in die Einstellung und scrollen runter bis zu Safari und hier scrollen wir erneut ganz nach unten bis zum Punkt Erweitert und hier haben wir jetzt die Option, die Website-Daten zu laden. Dort klicken wir rauf, das Ganze dauert einen kleinen Moment, weil hier jetzt eben alle Informationen, die zum Beispiel Google, Facebook und andere Webseiten speichern in ihrem Cache, geladen werden. Und das sind einige Megabyte, die man dann eben löschen kann. In meinem Fall sind das 841 Megabyte, also fast ein ganzer Gigabyte, der zum Teil von Google, von Facebook, von der Volksbank, von YouTube und viele, viele weitere Seiten, die man eben hier sich noch einblenden lassen kann, gespeichert werden. Und die benötigt ihr im Grunde genommen gar nicht. Also das sind Informationen, die immer wieder neu gesammelt werden und die könnt ihr auf jeden Fall, indem ihr hier auf alle Website-Daten klickt, entfernen. Und so wird euer Browserverlauf nicht gelöscht, sondern im Endeffekt wirklich nur diese Daten, die im Hintergrund gespeichert werden. Das heißt, die könnt ihr hier ganz einfach entfernen und bekommt in meinem Fall dann über 800 Megabyte frei. Bei den nächsten Tipps geht es darum, dass wir das iPhone so ein bisschen optimieren, dass gar nicht so viel Speicherplatz erst belegt wird. Und dazu gehen wir zuallererst einmal in die Einstellung und dann hier bis zu Musik.
Und hier haben wir jetzt eben die Option, den Speicher zu optimieren. Das heißt, wir können hier sogar direkt draufklicken. Apple bietet hier selber so eine Option, die können wir aktivieren. Und daraufhin wird eben weniger von Musik gespeichert. Das heißt, ihr könnt hier noch wählen, zwischen wie viel Gigabyte wollt ihr denn überhaupt offline speichern und ab wann soll wieder etwas gelöscht werden automatisch. Und so könnt ihr eben dafür sorgen, dass ihr sagt, nur 16 GB Musik, mehr soll auf jeden Fall nicht gespeichert werden oder es soll gar nichts gespeichert werden. Ihr möchtet nur streamen und bekommt eben so wieder einiges an Speicher frei. Ebenfalls optimieren könnt ihr Einstellungen für die Fotos und dazu gehen wir erneut in die Einstellungen und scrollen dann herunter bis zum Punkt Fotos und dort können wir raufklicken und haben hier dann eben wieder eine Option, den iPhone-Speicher zu optimieren. Und zwar sorgt das dafür, dass dann eben die ganzen Fotos, die ihr geschossen habt, sozusagen in die iCloud hochgeladen werden und nur in einer geringen Variante auf dem iPhone gespeichert werden. Und wenn man sie sich anschauen möchte, dann werden sie eben heruntergeladen. Ihr habt eben auch die Option, alle Originale zu behalten und diese herunterzuladen. So habe ich das aktuell bei mir aktiv. Aber wenn ich jetzt weniger Speicher zur Verfügung hätte, könnte ich hier iPhone-Speicher optimieren auswählen. Es werden die Fotos alle in die Cloud hochgeladen und nur in einer relativ geringen Auflösung auf dem iPhone gespeichert. Wenn ich das Foto dann aber anschauen möchte, dann wird es eben als Original heruntergeladen und ihr könnt dann eben auch das Originale in voller Auflösung sehen, wenn ihr es benötigt. Eine weitere Einstellung, die man noch optimieren kann für Safari, findet ihr ebenfalls in den Einstellungen unter Safari und dann könnt ihr erneut ein bisschen nach unten scrollen, denn hier findet ihr die Option automatisch offline sichern und dabei geht es um die Leseliste und diese kann eben automatisch offline gesichert werden. Das heißt, alles, was ihr in die Leseliste packt, kann eben gespeichert werden und je nachdem, was das für Bilder sind, wie lang die Seiten sind und so weiter, kann das ebenfalls ziemlich viele Megabyte sein, die man ganz einfach, indem man das hier deaktiviert, entfernen kann. Das heißt, dann werden die eben nicht mehr offline gespeichert, sondern nur noch, wenn ihr Internet zur Verfügung habt, könnt ihr diese Leseliste aufrufen und diese dann eben auch lesen. Also je nachdem, was ihr bevorzugt, könnt ihr das hier entsprechend aktivieren oder deaktivieren. Wenn ihr viel die Nachrichten-App direkt von Apple benutzt, dann werden dort auch einige Bilder und Daten gespeichert, die ihr vielleicht gar nicht für immer benötigt. Daher kann man in den Einstellungen unter Nachrichten ganz einfach nach unten scrollen und hier kann man dann auf Nachrichtenverlauf, Nachrichten behalten gehen und diese kann man ganz einfach automatisiert löschen nach 30 Tagen oder nach einem Jahr oder in meinem Fall hier jetzt aktuell unbegrenzt. Das heißt, es wird alles gespeichert, alle Nachrichten, alle Bilder, alle Videos, alle Dateien, die man sich gesendet und verschickt hat. Und das kann natürlich einiges sein und vielleicht sagt man nach 30 Tagen, brauche ich diese Nachrichten, diese ganzen Daten gar nicht mehr. Fotos werden sowieso auf meinem iPhone im Speicher in der Fotos-App gesichert, die brauche ich nicht doppelt nochmal dort oder nach einem Jahr benötige ich die Verläufe gar nicht mehr. Auch das könnt ihr hier so ein bisschen optimieren, um dafür zu sorgen, dass die Daten dann gelöscht werden und natürlich hat das auch so ein bisschen Datenschutzcharakter, weil ihr eben nach 30 Tagen sagen könnt, diese Daten sollen gar nicht mehr auf meinem Gerät gespeichert werden, brauche ich nicht. Was ihr zu guter Letzt natürlich noch machen könnt, sind Fotos, Videos und Apps löschen, die ihr nicht benötigt. Und das kann man, besonders was die Apps angeht, eigentlich ganz gut überblicken. Und zwar erneut in den Einstellungen unter Allgemein iPhone-Speicher. Wie gesagt, hier werden eure ganzen Apps aufgelistet und ihr seht hier auch, wie viel Speicher diese benötigen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, zum Beispiel die Podcast-App, die benutze ich gar nicht und ich brauche diese gedownloadeten 1 GB überhaupt nicht, und dann kann ich die App hier ganz einfach löschen. Aber ich kann auch Apps, die ich gar nicht verwende, die im Endeffekt nur auf meinem Gerät rumliegen, hier finden, weil hier steht immer zuletzt benutzt dann und dann. Also das kann eben schon einige Monate oder vielleicht sogar ein Jahr her sein, dass ihr eine App zuletzt benutzt habt. Und dann könnt ihr diese ganz einfach auslagern. Das heißt, ihr sagt jetzt zum Beispiel, dieses Spiel hier, das benötige ich gar nicht. Ich lagere das aus. Das heißt, dann werden diese Dokumente und Daten gespeichert, wie zum Beispiel Spielstände. Aber die 94 Megabyte, die werden mir jetzt sozusagen wieder zur Verfügung gestellt, weil die App an sich gelöscht wird. Und das macht natürlich sehr viel Sinn, wenn ihr das einmal hier mit den ganzen Apps macht, die ihr einfach gerade unten gar nicht benötigt, weil das sind auch hier immer so 90, 80 Megabyte, also gar nicht so wenig, wenn man das eben addiert. Und daher könnt ihr einfach mal durchgehen, welche Apps überhaupt benötigt. Manche könnt ihr eben komplett löschen, andere auslagern. Das macht auf jeden Fall ebenfalls sehr viel Sinn, um iPhone-Speicher wieder gut zu machen. Das soll es dann aber auch mit diesem Video und 8 Tipps, Tricks und Einstellungen gewesen sein, wie ihr euer iPhone so ein bisschen aufräumen könnt. Und wenn ihr das alles durchführt, dann könnt ihr mit Sicherheit einige Gigabyte wieder frei bekommen, die ihr dann zum Beispiel mit Fotos oder mit neuen Apps füllen könnt.
Ich hoffe jetzt natürlich, dass euch dieses Video gefallen und vor allem auch geholfen hat. Und wenn das der Fall war, würde ich mich natürlich immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und gerne dürft ihr mir in die Kommentare schreiben, wie viel Gigabyte ihr durch diese Tipps und Tricks frei bekommen habt. Würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr jetzt in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollt, dann lasst gerne kostenlos ein Abo da. Und wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.